Hallo und herzlich willkommen bei den Berufsoptimierern, deinen Experten für Beruf, Berufung und Bewerbung. Mein Name ist Katja Michalek. Und mein Name ist Bastian Hughes und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid, denn heute geht es um das Thema Sprache der Bewerbung. Bevor wir mit dieser Folge beginnen, haben wir eine kleine Ankündigung für euch, denn dieser Podcast, die Berufsoptimierer, erscheint ab jetzt immer zweimal in der Woche. Das heißt, mittwochs um 6 und sonntags um 10. Mittwochs um 6 sprechen Katja und ich über alle möglichen Themen zum Thema Bewerbung, Beruf und Berufung. Und sonntags haben wir immer ab jetzt einen ganz spannenden Interviewgast für euch. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiter zuhört. Das Thema heute ist Sprache der Bewerbung und zwar aus aktuellem Anlass. Wir haben nämlich eine Hörerfrage bekommen von Jessica aus Frankfurt. An dieser Stelle liebe Grüße an Jessica und Hallo, vielen Jessica. Dank für deine Frage. Jessica hat gefragt, in welcher Sprache man eine Bewerbung verfassen sollte, wenn die Ausschreibung in Deutsch ist, das Unternehmen jedoch international tätig ist. Sollte man lieber eine englische Bewerbung verfassen, um zu zeigen, dass man Englisch sprechend schreiben kann? Oder reicht es aus, die Kenntnis im CV aufzuführen? Und umgekehrt, wenn das Unternehmen den Hauptsitz in Deutschland hat und die Ausschreibung in Englisch ist, wird man mit einer deutschen Bewerbung möglicherweise gleich ausgesiebt? Macht die Sprache einen Unterschied, wenn die Bewerbung maschinell durch Schlagworte vorsortiert wird? Die Frage kommt tatsächlich sehr häufig in Coachings. Also ich habe die sehr häufig von Klienten gestellt bekommen, weil es sind ja jetzt mittlerweile auch immer mehr Ausschreibungen, die auf Englisch geschrieben werden. Und da stellt sich dann die Frage, wie macht man das am besten? Genau so ist es. Wollen wir es vielleicht, um unseren Hörern auch eine kleine Struktur mitzugeben, einfach Stück für Stück die Frage von der Jessica einfach durchgehen? Frage für Frage? Machen wir. Genau. Okay. Die erste Frage. In welcher Sprache verfasst man die Bewerbung, wenn die Ausschreibung in Deutsch ist, das Unternehmen jedoch international tätig ist? Wenn die Ausschreibung in Deutsch ist, dann schreibt die Bewerbung auf jeden Fall auch in Deutsch. Weil, auch wenn das ein internationales Unternehmen ist, es gibt ja immer, wir haben es ja in einigen Podcast-Folgen schon angesprochen, immer zwei Parteien in einem Unternehmen. Es gibt die Personalabteilung und es gibt den Fachbereich. Und wenn die Stellenausschreibung in Deutsch ist, könnt ihr sicher sein, dass der erste Kontakt mit einer Person auch in Deutsch ist. Also Personalabteilung oder Fachbereich. Okay, nächste Frage. Die nächste Frage. Und umgekehrt, wenn das Unternehmen den Hauptsitz in Deutschland hat und die Ausschreibung in Englisch ist? Dann würde ich die Bewerbungsunterlagen in Englisch verfassen, weil es kann sein, dass der Ansprechpartner im Unternehmen, entweder der Personaler oder aber eben der Fachbereich, kein Deutsch spricht. Wir leben in einer globalisierten Arbeitswelt. Es gibt Schweden, Italiener, Franzosen, Spanier, die überall auf der Welt arbeiten, auch in Deutschland. Und da kann es durchaus sein, dass dein zukünftiger Vorgesetzter kein Deutsch spricht, sondern nur Englisch. Deswegen, genauso wie in der deutschen Version, deutsche Stellenausschreibung, deutsche Bewerbung, bei einer englischen Stellenausschreibung, englische Bewerbung. Und dann nochmal anschließend die Frage, macht die Sprache einen Unterschied, wenn die Bewerbung maschinell durch Schlagworte vorsortiert werden? Das heißt, wenn ein Bewerbermanagementsystem vorgeschaltet ist. Gute Frage, Katja. Und zwar geht es ja darum, wie Bewerbermanagementsysteme funktionieren. Dafür ein ganz wichtiger Tipp. Beschäftigt euch mal mit dem Begriff SEO, Search Engine Optimization. Weil Search Engine Optimization geht in zwei Richtungen. Das eine ist, je häufiger ein Begriff genannt wird oder eine Sache genannt wird, desto höher wird sie in Google gerankt. Daher kommt ursprünglich diese Technik. Das andere ist, je häufiger ein Begriff zu einem, also unterschiedliche Begriffe zu einem Thema genannt werden, desto besser werden sie gefunden. Meinen Klienten rate ich in den in den Beratungsgesprächen auch immer, wenn sie zum Beispiel ihr Xing- oder LinkedIn-Profil aktualisieren wollen, sich Gedanken darüber zu machen, welche unterschiedlichen Begrifflichkeiten ihren Job beschreiben. Ja? Und das haben wir ja auch schon in unserem Xing-4-Folgen-Blog angesprochen. Hört auf jeden Fall da nochmal rein, wenn ihr da nochmal genaueres darüber wissen möchtet. Grundsätzlich sei nur gesagt, Bewerbermanagementsysteme haben vordefinierte oder einige Bewerbermanagementsysteme haben vordefinierte Begriffe. Und dann überlegt euch einfach, welche unterschiedlichen Begriffe es geben kann und schreibt dann diese Begriffe ins Anschreiben. Kleiner Tipp, nutzt auf jeden Fall
eine Form des Wordings, was in der Stellenausschreibung drinsteht. Mhm. Weil die Stellenausschreibung, also das Matching zwischen Stellenausschreibung und Bewerbung, passiert ja dann so, dass das System die Begriffe, die Wörter aus der Stellenausschreibung nimmt und die Wörter aus der Bewerbung nimmt und dann matcht. Mhm. So funktioniert zum Beispiel das Bewerbermanagementsystem, mit dem wir arbeiten. Mhm. Und dann ist es natürlich wichtig, einzelne Wörter, Begrifflichkeiten, Formulierungen, Definitionen in dem Anschreiben oder in den Bewerbungsunterlagen wie dem Lebenslauf oder der Projektübersicht aufzugreifen. Mhm. Genau, da freue ich mich schon auf das Interview, da können wir dann nämlich nochmal in die Tiefe gehen, genau. Um mal genau rauszupoolen für euch, wie man das am besten umsetzen kann, wenn ihr ein Formular ausfüllen müsst, um euch zu bewerben. Richtig, genau. Wie diese Systeme funktionieren, was es für unterschiedliche Arten gibt, das werden wir auf jeden Fall nochmal in die Mitte genau. klären. Vielleicht nochmal zum Thema Format des Lebenslaufes, mit deutsche Version, britische, amerikanische Version. Mhm. Welche würdest du da empfehlen? Also angenommen, die Stellenausschreibung ist auf Englisch. Mhm. So, das heißt, das Anschreiben wird auf Englisch und der Lebenslauf wird auch auf Englisch. Welches Format wählst du dann? Also, wenn wir in Deutschland sind, würde ich trotzdem das deutsche Format wählen. Warum? Okay. Es mag vielleicht sein, dass die Stellenausschreibung in Englisch ist. Mhm. Es mag vielleicht sein, dass dein zukünftiger Vorgesetzter in Englisch ist oder eine englische Person ist. Mhm. Es kann aber sein, dass die Personalabteilung halt nicht englisch ist. Mhm. Ja, ich meine, wir sind in Deutschland. Ja. Und auch wenn es ein internationales Unternehmen ist, arbeiten da trotzdem auch deutschsprachige Menschen. Mhm. Also das ist durchaus üblich. Mhm. Selbst in chinesischen Unternehmen arbeiten auch viele Deutsche. Ja, also auch das ist völlig normal. Deswegen haltet euch an den Landesstandard. Mhm. Wenn ihr euch in Deutschland bewirbt, dann bewirbt euch nach dem deutschen Standard, aber dann eben, wenn die Stellenausschreibung in Englisch ist, in Englisch. Mhm, genau. Apropos Landesstandard, wir werden auch in den nächsten Wochen auch mal Folgen aufnehmen, wie bewerbe ich mich, wenn ich mich nach England bewerben möchte, nach Frankreich bewerben möchte und so weiter. Da gehen wir auch nochmal im Detail drauf ein, um genau auf diese Feinheiten nochmal zu schauen. Genau so ist es. Genau. Richtig. Was dazu jetzt auch passt, das war zwar jetzt nicht Jessicas Frage, aber eine andere Frage, die auch häufig auftaucht, wenn eine Stellenausschreibung in der Du-Form verfasst ist. Mhm. Wie dann das Anschreiben aussehen soll. Mhm, okay. Dann wäre ich erstmal vorsichtig und würde nochmal ein bisschen tiefer recherchieren. Mhm. Ich würde mir erstmal anschauen, wie ist die Webseite des Unternehmens? Mhm. Duzen die da auch? Mhm. Ja, wie ist die Unternehmenskommunikation? Mhm. Das kannst du natürlich anhand von Pressemitteilungen oder Kununu-Bewertungen oder was auch immer lesen. Mhm. Wenn da wirklich konstant geduzt wird, dann kannst du ganz sicher sein, dass du das Anschreiben auch im Du verfassen kannst. Mhm. Jetzt ist es natürlich komisch, wie ist denn die Anrede beim Du? Ja, ja, genau. Hallo Sabine. Sehr geehrte Sabine. Sehr geehrte Sabine. Das klingt ein bisschen komisch. Ja. Ne? Liebe Sabine funktioniert sehr, sehr gut. Mhm. Ich glaube auch, dass Guten Tag Sabine gut funktioniert. Mhm. Jetzt am Ende aber vielleicht nicht liebe Grüße oder hau rein, sondern auch ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, freue mich von dir zu hören, beste Grüße. Mhm. Bastian, in dem Fall. Und ja, wenn das Unternehmen wirklich die komplette Kommunikation per Du hat, dann schreibe auch das Anschreiben per Du. Mhm. Wenn du so ein bisschen ängstlich damit bist, mit Du, dann kannst du auch Ihr sagen. Mhm. Ihr ist nochmal so ein bisschen distanzierter, aber das Signal zum Du. Mhm. Ne? Mhm. Euer Stellenangebot interessiert mich sehr, wie ihr das und das macht, das reizt mich, deswegen freue ich mich. Weil natürlich auch du als Bewerberin oder Bewerber häufig ja auch duzen, habe ich da so Interesse dran, das jetzt in der Bewerbung zu machen. Und na gut, machen wir uns nichts vor, in der Arbeitswelt wird ja sowieso überall geduzt, fast überall geduzt. Mhm. Und damit kannst du dich dann nochmal, kannst du dir nochmal ganz sicher sein, wenn du mit diesem Euch und mit dem Ihr kommunizierst im Anschreiben. Was ich meinen Klienten auch sage, wenn die sich damit unwohl fühlen, also wenn die das Gefühl haben, ich möchte eigentlich gar nicht geduzt werden und ich möchte auch gar nicht duzen, dann ist das vielleicht nicht die richtige Firma. Ja, auf jeden Fall. Also da wirklich mal drüber nachzudenken und wenn die Stellenausschreibung sich noch so interessant anhört, wenn es für dich komisch ist und du sagst, nee, eigentlich bleibe ich gerne beim Sie, das finde ich professioneller, das ist für mich einfach im beruflichen Kontext das richtige, die richtige Ansprache, dann ist das vielleicht nicht die Firma, wo du dich bewerben solltest, dann solltest du vielleicht Abstand nehmen, dich darauf zu bewerben. Mhm. Wobei häufig, wie gesagt, du bist ja heutzutage in der Arbeitswelt super schnell beim Du. Ja, es kommt wirklich auf die Firma drauf an. Ja, hast du da andere Erfahrungen gemacht? Ja, zum Teil okay. Also das würde ich gar nicht so sagen. Das ist, glaube ich,
Natürlich auch eine Generationenfrage, aber ich glaube, es ist schon sehr stark auch von Firma zu Firma unterschiedlich. Okay. Ich möchte das bejahen, was du sagst. Ne? Also wenn du nicht dieser Du-Mensch bist, aus dieser Dudes-Kultur heraus hervorkommst, hervorgehst, dann ist es auch nicht das Richtige. Wenn Sie nicht aus dieser Dudes-Kultur hervorgehen, liebe Hörer. Liebe Hörerinnen, verehrte Hörer und Hörerinnen. Genau. Sehr schön. Klasse. Genau, also, genau. Im Prinzip passe dein Wording und dein Stil dem an, wie die Stellenausschreibung ist. Ja, sei das es auf die Sprache, als auch auf die Anrede, als auch überhaupt. Perfekt. Das bringt es total auf den Punkt. Mhm. Und das ist im Grunde genommen auch das Wichtigste, was ihr heute aus dieser Folge mitnehmen könnt. Mhm. Schaut euch die Stellenausschreibung an und dann wisst ihr eigentlich schon, was ihr zu tun habt. Mhm. Und wie gesagt, es gibt heutzutage viele Möglichkeiten, vieles über Unternehmen herauszufinden. Mhm. Es gibt Arbeitgeberbewertungsseiten wie Kununu, es gibt Xing, es gibt LinkedIn, es gibt Google. Mhm. Ja, also ihr könnt ganz, ganz viel über das Unternehmen herausfinden und auch über die Art, wie die miteinander kommunizieren. Mhm. Ja. Glaubst du, Bastian, dass dieser Stil oder diese, ich nenne es jetzt mal dieser Trend, Ausschreibung in Du-Form zu verfassen, ist das ein Versuch, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zu umgehen und eher jüngere Bewerber anzusprechen? Also, das kann eine Funktion sein, wobei, ja, durchaus möglich. Mhm. Wer fühlt sich denn eher angesprochen? Also, wenn du Mitte 50 bist und, ich sag mal, ein normaler Mensch, dann fühlst du dich dadurch vielleicht nicht unbedingt angesprochen, wenn du gerade dein Studium fertig gemacht hast oder deine Ausbildung beendet hast oder angenommen bist du Anfang, Mitte 30, so wie ich, dann fühlst du dich durch eine Du-Stellenausschreibung vielleicht dann doch eher angesprochen. Mhm. Ja, also es könnte auch tatsächlich schon ein Signal sein, hallo, wir sind ein junges Team, wir möchten gerne junge Leute einstellen. Genau, und es kann auch das Signal sein, wir wollen ein junges Unternehmen sein, ein junges, dynamisch, hippes Unternehmen. Ja. Mhm. Und das ist jetzt wieder das Thema Kongruenz. Mhm. Wenn du die Stellenausschreibung in Du-Form siehst, das Unternehmen aber erzkonservativ ist und alles per Sie und ganz, ganz steif und schwarz-weiß ist, dann passt das nicht so ganz zusammen. Mhm. Na, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und das Interessante ist, Azubi-Stellenausschreibungen sind ja häufig per Du ausgeschrieben. Ja. Na, also ja, man versucht damit das jüngere Publikum zu adressieren. Mhm. Finde ich auch nicht verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist, das ist das Schöne am Deutschen. Es ist eine höflich subtile Art und Weise, dem Leser zu verstehen zu geben, okay, wenn du jetzt über 50 bist, dann wirst du auf diese Stelle nicht passen. Dann passt du nicht zu uns. Ja, wobei man kann ja auch trotzdem, es macht ja, sagt ja nichts über die Qualität der Arbeit aus, wie alt man ist. Man kann ja auch trotzdem Mitte 50 sein und eine junge Einstellung haben und natürlich immer noch jung, dynamisch und trotzdem natürlich nicht mit Du angesprochen werden. Natürlich, natürlich. Nur du hast ja gerade eben gesagt, wenn du nicht per Du angesprochen werden möchtest, ist es auch nicht die richtige Firma für dich. Klar. Und deswegen würde ich schon sagen, ja, wir möchten oder das Unternehmen möchte jüngere Leute damit ansprechen und naja, du kannst halt, du hast halt die Wahl. Das ist es halt. Ja. Ne? Wenn es nichts für dich ist, dann lass doch direkt die Finger davon. Genau, es zwingt dich ja niemand, dich zu bewerben. Richtig, erstens das und zweitens, es gibt viele, viele Stellen da draußen und auch viele Unternehmen, die sich auf dem ganz klassischen Weg die Bewerbung wünschen. Mhm. Und da ist mit Sicherheit auch was Spannendes dabei. Genau. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, dann schau doch mal auf unserer Website www.die-berufsoptimierer.de vorbei oder folge uns auf Facebook oder Instagram. Oder trag dich zu unserem Newsletter ein. Ja, genau, auch eine Möglichkeit, genau, den vergesse ich. Oh nein, dabei ist der so gut. Heute war schon wieder einer Post. Ja, bitte tragt euch doch mal zum Newsletter ein. Richtig. Auf unserer Webseite. Den schreibe ich nämlich. Genau, www.die-berufsoptimierer.de, gar nicht schwer zu finden, denn ganz oben gibt es eine hellblaue Zeile, wo ihr euch eintragen könnt. Genau. Und wir hatten ja zu Beginn schon gesagt, dass diese Folge oder dass unser Podcast jetzt zweimal in der Woche erscheint. Das heißt, es gibt auch zweimal in der Woche einen Newsletter. Nein. Gibt es nicht? Nein. Wrong information. Um Gottes Willen. Ich habe Halluzinationen. Bleiben wir dabei. Aber wo wir bei Halluzinationen sind, in Folge 16 haben wir über das Thema Visionen gesprochen. Katja kann sich nicht mehr halten. Und was ist deine Vision? Was ist deine Vision vielleicht, weil das Jahr zu Ende geht, von 2018? Wo willst du hin?
Unsere Vision ist es, eines Tages der erfolgreichste Karriere-Podcast im deutschsprachigen Raum zu sein. Und vielleicht möchtest du schon heute uns dabei helfen, genau dies zu realisieren, weil du Teil dieser Bewegung sein möchtest. Dann geh doch jetzt auf iTunes oder, wenn du gerade über dein Android-Handy hörst, auf Stitcher und bewerte uns mit Sternen und einem netten Text. Und möglichst gerne mit 5 Sternen. Möglichst gerne mit 5 Sternen. Ja, bitte, wenn es dir gefällt. Genau. Wenn es dir nicht gefällt, dann mach gar nichts, bitte. Genau. wir wünschen dir einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal.